Okay. Jetzt. Ja, hallihallo, liebe Motorradfreunde. Hier sind die drei von der Tankstelle. Volker, Markus und Dietmar von Motorradtest.de. Guck mal, süß, ne? Mit der Reihenfolge hier, so wie die Daltons. Warte, ich muss mich größer machen. So. Wer bist du nochmal? Volker, wie heißt der Kleine von den Daltons? Keine Ahnung, Piefke oder so. Piefke, alles klar. Ja, worum geht's? Leserwahl Motorrad des Jahres 2022. Wir haben euch vor kurzem gebeten, euch zu beteiligen an unseren vielen, vielen Umfragen. Es sind dann doch ein bisschen viel geworden, muss ich ehrlich zugeben. Aber ist egal. Es haben über 30.000 Stimmen sind abgegeben worden. Also über 30.000, ne? Ja, ja, ja. Ja, ist ja auch einfach, ne? Haben wir nicht erst mit irgendwie so 3.000 gerechnet oder so? Nee, das ist pro Umfrage. Ach ja, stimmt. Also, ihr nicht sehen könnt... Das hat Dietmar dann wieder gelöst mit viel hilft viel. Wenn ich nur 3.000 pro Umfrage habe, genau, mache ich einfach 100 Umfragen. Dann ja, ist auch, ja, genau. Super gelöst. Genau, super gemacht. 13 Kategorien sind es geworden und ist tatsächlich ein bisschen viel. Aber ich meine, zum Beispiel bei Naked Bikes, ne, da habe ich 3 oder 4, glaube ich, sogar Kategorien. Aber was willst du bei Naked Bikes? Willst du da eine RS 1200 gegen eine Z56 antreten lassen? Das ist doch irgendwie Quatsch. Also insofern ist ein bisschen viel gewesen. Aber ihr habt mitgemacht. Vielen Dank nochmal an eure rege Teilnahme. Und was ihr jetzt nicht sehen könnt, ihr seht ja nur uns hier auf diesem... Schlimmerweise. Ihr seht gar nicht, wo wir sitzen. Das wollt ihr auch gar nicht wissen. Aber was ihr nicht sehen könnt, ist, wir gucken hier auf einen, ich glaube, 100 Zoll Fernseher da vorne. Und da sind die Ergebnisse eingeblendet. Oh, interessant, ne? Ja, ja. Und deshalb wollen wir jetzt hier einmal schnell mit euch durchführen. Geht's jetzt los? Ja, jetzt geht's los, genau. Also, Motorrad-Leserwahl, Motorrad des Jahres 2022. Wir starten mit der ersten Kategorie. Ich fange mal an. Die erste Kategorie waren die Naked Bikes der gehobenen Mittelklasse. Und wir nennen immer nur die ersten drei. Gewonnen hat die Kawasaki Z900 vor der Ducati Street Fighter V2. Die ist so geil, ne? Fand ich klasse. Und Platz 3, das hätte Markus anders gemacht, Yamaha MT09. So, jetzt scroll ich einfach mal hier. Geht natürlich jetzt nicht. Scroll doch. Ja. Ja, kommen wir zur Kategorie Scrambler Bikes. Danke, Markus. Ganz weit vorne mit 32% die Triumph Scrambler 1200, dicht gefolgt mit 30% von der BMW R9T Scrambler. Ja. Und danach kommt dann mit 15% die Ducati Scrambler Urban Motard. Auch knapp, ne? Ziemlich knapp da vorne. Finde ich ganz interessant, das ist immer ein relativ dichtes Feld. Ja, 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 das stimmt. Hier gibt es einen Ausreißer. Kategorie wäre Adventure Bikes bis 120 PS. Ja. Und da mit 39% weit vorne die Africa Twin das Honda ist schon CRF 1100L Africa Twin. Mhm. Gefolgt dann von der Triumph Tiger 900. Ja, und dann jetzt auf musst Platz du ganz tapfer sein. Die Suzuki V-Strom 1050 XT. Mhm. Dass die Norden hier nur 15% gekriegt hat. Also, naja, egal. Ja, Kategorie zu exotisch. Sport-Tourer. Hier hat sich durchgesetzt schon wieder, ich glaube letztes Jahr auch schon, die BMW R1200 RS. Da gibt es übrigens ein Update, ne? Dieses Jahr. Die werden wir nächstes Jahr dann nochmal neu testen, weil es da ein paar neue Teile gibt. Platz 2, die fand ich geil. Erinnerst du noch? Wir haben die Suzuki GT, ja. GSX-S 1000 GT. Mhm. Ist auch ganz dicht dran, muss man sagen. Hat bei mir auch keine Null gekriegt. Also. Das Video kennen die Leute jetzt nicht, die dieses Video gucken. Aber nein. Das ist ein Insider. Und auf Platz 3 die Kawasaki Ninja 1000 SX. Ja, dann kommen wir zu der Kategorie Crossover Bikes. Mhm. Da haben wir vorne mit einem knappen Vorsprung die Triumph Tiger Sport 660 mit 27%, dicht gefolgt mit 25% die BMW F900 XR. Mhm. Und dann kommt als dritter die Honda NC750X mit 21%. Das kann ich nachvollziehen, die Wahl. Markus? Hyper Naked Bikes, hyper. Da haben wir vorne das Triumph Speed Triple 1200 RS, gefolgt von der Ducati Street Fighter V4. Und auf Platz 3 die BMW S1000R, alle so relativ dicht beieinander. Wollte ich gerade sagen, super dicht beieinander. Ja. Also das ist ja quasi die ersten drei fast. Wobei ich hätte eigentlich fast schon vermutet, dass die Ducati an Nummer 1 kommen würde. Ja. Also, ja. Schon knapp. Ja, nächste Kategorie, Retro-Bikes, da hat, ja, das haben viele Leute auch schon vermutet, tatsächlich auch wieder, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, aber wieder die Kawasaki RS gewonnen, gibt es ja nun schon. Und zwar mit einem Wahnsinnsvorsprung. 45%, ja. Das ist ein ganz, ganz, ganz eindeutig. Ja. 2 Triumph T120, Platz 3 die R9, die Urban GS hier. Da also ja. Den Vorsprung hätte ich nicht erwartet. Nee, ich auch nicht.
So, okay. Ja, Kategorie Tourer. Da haben wir vorne mit 31% die BMW R1250 RT. Das konnte man sich auch gut vorstellen. Gefolgt von der Yamaha Tracer 9 GT und an dritter Stelle die Honda NT 1100 mit 21%. Mhm. Ja, wenig überraschend. Okay. Naked Bikes A2. Ah, da ist auch relativ weit vorne die Honda CB500F mit 44%. Ja. Überraschend, finde ich. Total. Echt? Ja. Also, das ist ein gutes Bike, aber finde ich trotzdem überraschend. Ja. So eine Fahrschulmaschine. Ja, man spiegelt wahrscheinlich auch die Verkaufszahlen einfach so ein bisschen Oder es ist ja so eine Maschine, die unemotional ist, sagen wir mal so. Ja, ne? Aber gut. Aber viele sagen dann einfach, vertrauenserweckend, zuverlässig. Ne? Sicher. Naja, auf Platz 2 folgt dann die KTM 390 Duke. Und die hat noch 23% und dann kommt die Brixton Crossfire 500 mit 15%. Die hätte ich gewählt, glaube ich, die Brixton. Egal. So, nächste Kategorie, Adventure Bikes der Oberklasse. Ja, ratet mal, wer hier... Keine Ahnung. Das hätte ich mir noch deutlicher erwartet, ehrlich gesagt. Die Abstimmung hätten sie eigentlich schenken können. Also die GS hat natürlich gewonnen. Und ja, dann wird es aber eng, ne? Danach Strada V4 und auch ein schönes Motorrad. Ich hätte auch nicht erwartet, auch dass schön. Der Abstand zwischen der Multistrada und der Triumph Tiger, dass es da gar keinen Abstand gibt eigentlich. Ne? Der Abstand ist null. Ne? Das ist bemerkenswert. Ja, kommen wir zur Kategorie Cruiser. Jo. Und da ist die BMW R18 mit 31% vorne. Gefolgt von der Triumph Bonneville Speedmaster mit 26%. Das hätte ich nicht gedacht, das finde ich total. Das hätte ich auch nicht gedacht. Weil das war echt ein schönes Motorrad. Ja, das war dann wirklich mal ein schönes Motorrad, super, kann man auch so sagen. Ja. Gefolgt mit 17% von der Harley Davidson Sport Glide. Völlig gerechtfertigt. So, Markus. Naked Bikes der Mittelklasse. Da haben wir vorne Triumph Trident 660 mit 33%. Wie heißt die? Trident, ich weiß, aber ich sage Trident. Okay. Weil ich immer auch ruhig sagen. Ne? Das ist halt eine Trident. Ja. Triumph Trident oder man sagt auch hier in Deutschland Triumph Trident. Ja. 660. So, weiter geht's mit Yamaha MT-07. Ja, okay. Gut. Und dann kommt die Honda CB650R. Ganz knapp. Alles nachvollziehbar. So, jetzt kommt schon die letzte Kategorie, Supersportler. Das haben wir erst vorgestern online gestellt. Und diese Stimmnummer da, 1047, reicht also auch. Wir haben übrigens bei allen Umfragen, falls ihr das eben verfolgt habt, immer über 1000 Stimmen. Damit ist das... Wir sind voll repräsentativ. Richtig. Was natürlich ein bisschen auffällt, das liegt wahrscheinlich in unserer Leserschaft, insofern ist es natürlich nicht repräsentativ, aber BMW und Triumph haben hier ziemlich abgeräumt. Ne? Also es gibt auch andere Gewinner teilweise, aber das fällt schon auf. Ja, aber ich glaube, das zieht sich quer durch die Republik, glaube ich. Also das wäre jetzt nichts anderes, wenn jetzt ein anderer Kanal das abfragen würde. Es ist so ein Spiegel unserer Motorradgesellschaft, würde ich sagen. Okay, alles klar. So, Supersportler hat hier... Oh, guck mal, hier gibt es einen Gleichstand. Gibt es zwei Sieger. Interessant. Was gibt es da? Die Ducati Panigale V4R. Das ist aber auch ein geiles Bike, muss man sagen. Und die S1000RR. Auch ein geiles Bike. Ich persönlich hätte hier mich... für die Fireblade entschieden, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ja, und das war's auch schon. Ihr könnt wieder dahin gucken, in die Kamera. Die dann übrigens auf Platz 3 ist, die Fireblade. Ja, genau. Abgesehen davon, dass du dich... Achso, das habe ich nicht gesagt, wollte ich eigentlich gesagt haben. Egal. Ja, also das war's, liebe Leute, mit dem Ergebnis Leserwahl Motorrad des Jahres 2022. Nochmal herzlichen Dank für alle, die sich hier beteiligt haben. Die zahlreiche Teilnahme. Genau, hat wieder mächtig Spaß gemacht, das zu verfolgen. Und das ist auch super interessant, finde ich. Ne? Ja, also. Ja, ist schon interessant, genau. Mal sehen, nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich ein bisschen weniger Kategorien online stellen. Mal sehen, lass uns irgendwas anderes einfallen. Auf jeden Fall soll es das schon gewesen sein. Möchtet ihr noch irgendwas sagen? Nein. Wir müssen ja auch fertig werden. Nein. Wir müssen fertig werden, genau. Es ist kurz vor Weihnachten, insofern wünschen wir euch schon mal an dieser Stelle ein frohes Fest. Vielleicht sehen wir uns ja vorher trotzdem nochmal, aber vielleicht auch nicht. Also, vielleicht machen wir noch ein kleines Mopeden-Video oder so. Wir gucken mal. Das machen wir. Ne? Okay. Ciao. Tschüssiger.